prachtvolle Schlösser, opulente Gärten, vergoldete Kirchen, rauschende Feste. Kein Zeitalter erscheint so prächtig, ja protzig, wie das Barock. Residenzen und ganze Städte werden neu gebaut. Jeder Fürst will glänzen und die anderen Herrscher überstrahlen. Die katholische Kirche versucht, die Gläubigen mit spektakulären Bauten zu beeindrucken. Mein Name ist Lena Ganschow und ich nehme Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch das Barock im Südwesten. Johann Sebastian Bachs Er, gespielt auf der Orgel in der angeblich schönsten barocken Dorfkirche der Welt. Die Wallfahrtskirche von Steinhausen. Prunk, wohin man schaut. Nach der Reformation und dem verheerenden Dreißigjährigen Krieg zeigte die katholische Kirche, wozu sie wirtschaftlich und künstlerisch in der Lage war. Die neu erbauten katholischen Gotteshäuser waren auch eine Reaktion auf den Bildersturm der Reformation unter Martin Luther. Katholische Pracht und Herrlichkeit statt protestantischer Schlichtheit. Die Sinne der Gläubigen sollten förmlich überwältigt werden. Aus der Zeit des Barock sind bei uns im Südwesten zahlreiche Kirchen erhalten geblieben, so wie diese hier in Steinhausen. Sie zeigen eindrucksvoll, dass Protz damals nichts Anstößiges war und dass die Menschen mit allen Mitteln versuchten, die dunkle Zeit des verheerenden Dreißigjährigen Krieges hinter sich zu lassen. Das Barock war die Zeit des Lichts und des Aufbruchs. Ein Aufbruch, der sich besonders in der Architektur zeigte. Die Kirche von Steinhausen in Oberschwaben war dafür ein Paradebeispiel. Im animierten Konstruktionsplan lassen sich die geometrischen Prinzipien des Grundrisses gut erkennen. Raffiniert geschnittene Kreisbögen ergeben das ovale Kirchenschiff, das an der Ostseite von einem konvex geformten Chorraum begrenzt wird. Die 12 Pfeiler stehen für die 12 Apostel und die 12 Monate des Jahres. Sie tragen die ovale Kuppel und das Dach der Kirche von Steinhausen. Die immensen Lasten ruhen zudem auf 12 Außenpfeilern, die in der Außenwand des Baus integriert sind. Den 60 Meter hohen Glockenturm krönt eine schlanke Haube, die sich verjüngend gen Himmel reckt. Die typische Kreuzform vieler Kirchen erkennt man hier nur am Dach. Darunter verbergen sich unzählige Kunstwerke. Die Stuckateure und Bildhauer haben ganze Arbeit geleistet. Man muss nur genau hinschauen. Vögel und Pflanzen preisen die Schöpfung. Ebenso wie Engel, die himmlischen Heerscharen mit ihren goldenen Flügeln. Man kann sich die Wallfahrtskirche von Steinhausen tagelang anschauen und immer wieder etwas Neues entdecken. Überall glänzt es. Dafür sorgt echtes Gold. Blattgold. Dessen Herstellung war und ist etwas für Spezialisten. Mit einer Hasenpfote trägt der Goldschläger zunächst ein feines Gipspulver auf Seidenpapier auf, damit sich das Gold beim späteren Schlagen geschmeidig verteilen kann und nicht reißt. Die hauchfeinen Goldblättchen werden in einzelnen Lagen geschlagen, in mehreren Durchgängen. Mit dem Gehör prüft der Profi, ob sich nicht zwei Blättchen aneinander geheftet haben. Mit Lederbändern wird der Papier- und Goldblattstapel sorgfältig verzurrt.
12 Kilo wiegt der Hammer. Bis zu 3000 Mal muss der Goldschläger mit ihm auf den Stapel einschlagen. Neben einer sicheren Hand ist ein trockenes Raumklima eine wichtige Voraussetzung, damit gleichmäßig dünnes Blattgold entsteht. Nach mehreren Durchgängen ist es endlich soweit. Die Blättchen können auf ca. 6x6 cm große Quadrate zugeschnitten werden. Das Endprodukt ist nur noch einen Zehntausendstel Millimeter dünn. Enorm. Das geht nur mit dem Edelmetall Gold. In dieser kunstverrückten Epoche blühten hochspezialisierte Handwerkszweige neu auf. Neben den Goldschlägern zum Beispiel die Vergolder. Und die hatten richtig zu tun, wie man hier sehen kann. Alles getreu dem Motto: Gott zum Ruhm, dem Menschen zur Freude. Damit das Vergolden von Formen und Figuren funktioniert, muss der Untergrund sorgfältig vorbehandelt werden. Egal ob aus Gips, Metall oder Holz, bevor die hauchdünnen Goldblättchen zum Einsatz kommen, muss jedes Material mit Kreide und Leim grundiert werden. Hautfett auf einem feinen Pinsel genügt, um das Blattgold aufzunehmen. Danach wird es auf die grundierte Fläche angeschossen, wie der Fachmann sagt. Mit einem Polierstein aus Achat bringt der Vergolder anschließend die Fläche auf Hochglanz und veredelt so das Kunstwerk. Die Kunsthandwerker, besonders die Vergolder, prägten das Bild der Kirchen nachhaltig. Der goldene Glanz im Kerzenschein war aber nicht nur Prunk. Gold stand für die Unvergänglichkeit und Ewigkeit, daneben der Mensch in seiner Vergänglichkeit und Unvollkommenheit. Beide Pole waren im Barock sehr wichtig. Der Glaube verspricht Erlösung von den Sünden, bietet den Himmel als Hoffnung an. Die prachtvoll ausgestatteten katholischen Kirchen sollten bei der Rückgewinnung der Gläubigen helfen, die zum Protestantismus abgewandert waren. Sie waren also handfeste Propaganda. Besonders viele Beispiele für dieses Kirchenbauprogramm der Gegenreformation gibt es an der sogenannten Oberschwäbischen Barockstraße. Wie zu einer Perlenkette aufgereiht liegen die Prachtbauten. Einer davon ist die ehemalige Prämonstratenserabtei in Bad Schussenried, unweit von Steinhausen. Über 600 Jahre wirkten hier Mönche, bis sie im Zuge der Säkularisation 1803 aus dem Kloster vertrieben wurden. Doch vorher hatten sie der Nachwelt noch ein barockes Juwel hinterlassen, die 1757 fertiggestellte Bibliothek. Das Deckenfresko zeigt das Weltbild des 18. Jahrhunderts. Als erstes fällt der fliegende Mönch Caspar Mohr auf, der mit seinem Flugapparat den Fortschritt symbolisiert. Für die Weisheit sitzt der biblische König Salomon auf seinem Thron. Und auch sie dürfen im Bildprogramm des klösterlichen Deckengemäldes natürlich nicht fehlen. Die Vertreter der Theologie. Nur von der Empore aus erkennt man, dass die Motive verzerrt an die Decke gemalt wurden. Das waren optische Tricks, die die Räume größer und Gewölbe höher aussehen lassen. Die barocken Maler waren Meister dieses sogenannten Trompe-l'œil, also der Kunst, das Auge zu täuschen. Von unten aus gesehen ist die Illusion perfekt.
Für diesen Standpunkt wurde alles gemalt, damit sich die Decke quasi zum Himmel öffnet und zu Gott, der über allem irdischen Wissen thront. Die Tricks der barocken Meister nutzen heute moderne Street-Art-Künstler. Auch sie arbeiten mit optischer Illusion und den Gesetzen der Perspektive. Ihre Leinwand? Das Pflaster. Vor der Klosterpforte von Bad Schussenried wollen Vanessa und Lydia Hitzfeld die Möglichkeiten der 3D-Street-Art ausloten. Aus der Luft wird die perspektivische Verzerrung besonders deutlich. Am Ende soll es so aussehen, als ob sich das Pflaster zu einem Abgrund öffnet. Lydia verrät mir ihre Idee. Anders als die barocken Meister wollen sie nicht Richtung Himmel, sondern Richtung Hölle malen. Hier, vom Perspektivzentrum aus betrachtet, sollen starke Hell-Dunkel-Kontraste eine Tiefenwirkung erzeugen. Die dunklen Flächen suggerieren Schatten und damit Dreidimensionalität. Denn nur ein dreidimensionales Objekt kann Schatten werfen. Die beiden sind jetzt schon in der finalen Malphase, aber von diesem Punkt kann man unmöglich erkennen, was es sein soll. Da muss ich da drüben hin. Also wenn man durch diese Linse hier guckt, ist die Illusion wirklich perfekt. Man hat den Eindruck, das ist kein Boden mehr, sondern das ganze Ding hat wirklich Tiefe, 3D. Die Linse ist das sogenannte Perspektivzentrum. Der optimale Blickwinkel des Betrachters, für den die 3D-Kunst gemalt ist. Die Entwicklung der letzten 20 Stunden gerafft auf 12 Sekunden. Signiert und fertig. Jetzt bloß nicht in die Unterwelt fallen, dort glühen die Höllenfeuer von Lydia und Vanessa Hitzfeld. Die barocken Meister haben anscheinend ihre Nachfolger gefunden. Die Künstler des Barock, allen voran die Komponisten von damals, haben noch heute viele Anhänger. Besonders in der Orgelmusik lebt diese Zeit weiter. Die Kirchenmusik feierte im Barock Triumphe. Wohl am bekanntesten bis heute die Werke von Johann Sebastian Bach. Überhaupt ist diese Epoche ohne Musik kaum vorstellbar. In den Residenzstädten kam damals etwas ganz Neues auf, die Oper. Diese damals neue Musik trägt uns fort von Bad Schussenried und Steinhausen, von Oberschwaben an den Rhein. Unsere musikalische Spurensuche führt uns nach Schwetzingen bei Mannheim. Genauer gesagt zum dortigen Schloss mit seinem weltberühmten Barockgarten. Nicht ganz so berühmt und viel kleiner, dafür aber auch ein wahres Schmuckkästchen, das Schlosstheater. Zu Zeiten des Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz wurden hier vor allem Opern aufgeführt. Die Oper war nicht nur Vergnügen, sie war auch ein gesellschaftliches, manchmal sogar politisches Großereignis. Den Inhalt der aufgeführten Werke bestimmten der Fürst oder seine Zensoren. Denn im Zuschauerraum drängte sich der Hofstaat und wohlhabende Bürger, die nicht immer loyale Gefolgschaft des Fürsten. Und die freute sich über jede versteckte Kritik am Alleinherrscher. Daher war die eigentliche Bühne oft im Parkett und auf den Rängen und nicht hinter dem großen Theatervorhang. Ebenfalls wichtig, die Pausen. Da wurde sehr viel mehr besprochen als nur Smalltalk. Die Oper war ein wahres Kommunikationszentrum.
Die Menschen im Barock liebten nicht nur die Oper, sondern auch den Tanz. Kein Fest, kein Ball ohne ihn. Und kein Tanz ohne Tanzmeister. Er brachte die neuesten Moden an den Hof und erklärte die einzelnen Figuren. Ja, sehr gut. Aber die Hand etwas niedriger. Die Tanzmeister waren weitgereiste Menschen, die neben den neuesten Schrittfolgen auch Klatsch und Tratsch mitbrachten. Danach gierte die höfische Gesellschaft. Aus ihren Reihen rekrutierten sich Minister und hohe Beamte. Beim Tanz wurde deshalb immer auch über Politik gesprochen und Politik gemacht. Im Zeitalter der Fürstenhäuser war das nicht zuletzt Heiratspolitik. Die Damen durften sich dazu in aufwendige Roben stürzen. Ob die so ideal zum Tanzen waren? Das muss ich ausprobieren. Also atmen wird schon automatisch schwerer. Aber es soll ja gut aussehen. Genau. Puh. Die Taille wird mit einem Korsett schön schlank geschnürt. Und an die Hüften kommen ausladende Reifkonstruktionen mit Rock und Schürze drüber. Obenrum regiert ebenfalls das Schichtprinzip. Ohne Hilfe wäre ich komplett aufgeschmissen. Die Tanzschuhe haben zumindest einen zivilen Absatz. Jetzt geht es an die Frisur. Natürlich mit einer Perücke. Eine Blondine. Auch hier dauert es, bis alles sitzt. Eilig durfte es Frau im Barock nicht haben. Krass. Das erste Mal blond in meinem Leben. Eine kleine Typveränderung. Ah, das sind's. Hallo, ich bin Lena. Sehr schön. Mach, ich kann noch nichts. Macht nichts. Wir haben perfekte Tanzmeister. Sehr gut. Die Eins. Einmal und die Eins. Erstmal Trockenübungen. Trotz barocker Robe klappen die erstaunlich gut. Nur die Perücke macht irgendwie, was sie will. Egal, jetzt mit Musik. Der Tanzmeister macht es vor und schon bin ich mittendrin. Die Schrittfolgen und Figuren sind nicht allzu schwer. Nur die Reihenfolge gut einprägen und dann an der Eleganz feilen. Mannheim um 1760. Die Residenzstadt der Kurpfalz ist auf dem Höhepunkt ihrer Blüte. Das Schloss ist fertig und mit seiner über 400 Meter langen Schaufront eines der größten Europas geworden. Bezahlt haben die immensen Baukosten von 2 Millionen Gulden größtenteils die kurpfälzischen Einwohner über Sondersteuern, die ihnen abgepresst wurden. Kurfürst Karl Theodor brauchte immer wieder frisches Geld. Mit dem machte er Mannheim zu einem Zentrum der Künste, der Wissenschaft und der Musik. Musik spielte eine wichtige Rolle bei der Inszenierung des barocken Traums der absolutistischen Herrscher. Und die war teuer, ebenso wie die Feste. Prunksucht und Verschwendung führten so manchen Herrscher in die Schuldenfalle. Trotzdem wurde gefeiert, der Fürst durfte sich keine Blöße geben. Eine falsche Ananas aus Frischkäse. Geldknappheit machte erfinderisch. Auch die Komponisten mussten alles geben. Jede Woche verlangte die Hofgesellschaft neue Werke. So spottete man damals: Bei Hofe entfährt keinem ein Pups ohne Posaune. Der Kurfürst Karl Theodor unterhielt teure Hofkomponisten. Der wohl berühmteste war Johann Stamitz, der Begründer der Mannheimer Schule. Und natürlich gab es im Schloss ein eigenes Orchester, die Kurfürstliche Hofkapelle. Deren Nachfolger tritt heute noch standesgemäß im Rittersaal der Mannheimer Residenz auf. Das Kurpfälzische Kammerorchester KKO.
In der Regierungszeit von Karl Theodor von der Pfalz wurde Mannheim zur barocken Musikhauptstadt im Südwesten. Der Kurfürst leistete sich eine teure Hofkapelle und die besten Komponisten. Sogar Mozart hat hier im Schloss musiziert. Die besondere Beziehung zur Musik hat sich die Stadt bis heute erhalten. Nur wenige Radminuten vom Schloss entfernt liegt die Popakademie Baden-Württemberg. Hier wird der Nachwuchs der deutschen Unterhaltungsmusik ausgebildet. Und hier ist der Ort für ein spannendes Experiment. Pop meets Barock. Genauer, Musiker des KKO treffen auf eine Studentenrockband der Popakademie. Das Ziel? Die Sinfonie in A-Dur für Streicher von Johann Stamitz mit Elementen der Rockmusik zu kombinieren. Quasi eine Frischzellenkur für das barocke Werk der Mannheimer Schule mit Bass und Schlagzeug. Keyboard und E-Gitarre sind auch mit von der Partie. Alle sind gespannt auf den Zusammenprall der beiden Musikwelten. Das ist einfach gar nicht so schlecht, wenn man einfach mal das Stück einfach mal vorspielt bis zum Doppelstrich, dass die Band mal einen Eindruck hat, weil, wie gesagt, es gab jetzt noch gar nichts an Audiomaterial, was man sich irgendwie hätte anhören können. Das sollte möglich sein. Das Ziel ist einfach, dass da so eine Art Dialog gibt. So hier Orchester und dann hier Band, dass es beides kurz vorgestellt wird. Sinfonie in A-Dur von Johann Stamitz, erster Satz. Die Band lauscht. Noch. Arrangeur und Band überlegen, wo sie einsteigen und wie. Nicht ganz einfach. Ist der Time, der Übergang nicht, gell? Oder schon? Die größte Herausforderung war nicht wie sonst, dass ein Klassikensemble ein Popstück spielt, sondern dass hier ein Popensemble ein Klassikstück spielt. Und das unter einen Hut zu kriegen, war gar nicht so leicht. Und da einfach die Band so ein bisschen drauf vorzubereiten, das war die Herausforderung. Mal sehen, wie das Experiment weitergeht. Wer hier wen rockt. Die Feste zu Zeiten des Kurfürsten waren manches Mal so heftig, als gäb's kein Morgen. Das kam nicht von ungefähr, denn die Menschen waren sich ihrer Vergänglichkeit immer bewusst, trotz aller Ausschweifungen. Es war ein bisschen wie der Tanz auf dem Vulkan. Höhepunkt vieler Barockfeste war ein sündhaft teures Feuerwerk. Natürlich mit großem Orchester. Man denke nur an Georg Friedrich Händels berühmte Feuerwerksmusik. Im Probenraum der Popakademie in Mannheim wird intensiv an den Noten des Stamitz-Arrangements gearbeitet. Orchester und Band kommen sich immer näher. Ja, nochmal, können wir nochmal die Stelle machen? Musikalische Berührungsängste werden Schritt für Schritt abgebaut. Ja. Die Band probiert immer wieder etwas Neues. Ja, lass mal ausprobieren. Können wir noch mal spielen? Ja, ja. Die Musiker auf beiden Seiten sind noch nicht ganz zufrieden. Warum ist das Experiment so schwierig? Die barocke Musik zeichnet hauptsächlich aus, dass sie eben durch Stimmführungstonalität quasi gebunden ist, dass einzelne Stimmen zusammen ein größeres Ganzes ergeben. Und in Popmusik haben wir vielmehr eine akkordisch gebundene Struktur. Also während wir im Barock noch eher so denken in einzelnen Linien, ist Pop eher so von den Akkorden her gedacht. Und das war eben auch dann der Spagat, den wir hier veranstalten mussten. Nach einem intensiven Probentag steht das Musikexperiment vor seinem Abschluss. Das neue Stück wird im Studio eingespielt.
Für Tonmeister Markus Born klangen die ersten Aufnahmen schon ganz gut. Er glaubt, der Mix passt. Dieser Grundimpuls, den die Musik vermittelt, die Lebensfreude, sind ja auch ganz viele schnelle Melodien, Achtelläufe drin, ist ja zum Teil eine sehr beschwingte Musik auch. Jetzt gerade das, was wir heute aufgenommen haben. Die bietet dann natürlich auch ganz viele Ansatzpunkte. Es ist so ein bisschen aus der, so der konzertanten, ernsten Ecke rauszunehmen und zu sagen, wir bringen uns mal sozusagen den Entertainment-Faktor wieder ein bisschen rein. In der Musikstadt Mannheim ist das Experiment gelungen, Zeitgrenzen zu überwinden. Ein neuer Blick auf die Barockmusik, der Lust macht auf mehr. Ortswechsel. Schloss Rastatt. Gebaut vom Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden-Baden, der nach den Zerstörungen durch den Dreißigjährigen Krieg und den Pfälzer Erbfolgekrieg damit ein Zeichen setzen wollte. Er glaubte, dass die Nachwelt die Fürsten an der Größe ihrer Gebäude messen würde. Passend dazu eine symbolträchtige Drohgebärde. Jupiter schleudert seine Blitze Richtung Frankreich gegen den gefürchteten, aber auch bewunderten Feind. Diese riesigen Barockschlösser sollten natürlich in erster Linie imponieren und zeigen, wie reich und mächtig der hier residierende Herrscher war. Das große Vorbild, Ludwig XIV. In Versailles. Aber diese vielen Räume wurden auch gebraucht, denn hinter diesen Fenstern arbeiteten zahlreiche Beamte. Das Barock wurde nämlich auch geprägt von einem neu aufkommenden Verwaltungsapparat. Der organisierte den Staat und trieb immer neue Steuern und Abgaben ein. Die absolutistische Prunksucht hatte ihren Preis. Häufig gerieten Barockfürsten in die Schuldenfalle und damit in die Abhängigkeit von ihren Kreditgebern. Als Folge erhöhten die Herrscher lieber die Abgaben der Untertanen, als ihre eigenen Ansprüche in Sachen Repräsentation zurückzuschrauben. Die verschwenderische Pracht der Barockschlösser war nur durch die Ausbeutung des Volkes möglich. Das vergisst man heute nur allzu schnell, wenn man durch die Prunkräume schlendert. Und auch wenn es eine Freude ist, die zahlreichen Details zu entdecken, so darf man über all der Pracht nicht vergessen, dass das Barock auch eine kriegerische Epoche war. Die Spuren dieser Kriege findet man heute noch. Im Schwarzwald am Böllner Eck bei Neuenweg erkennt man aus der Luft eine seltsame Struktur. Einen Stern. Er ist Teil einer mehr als 550 Kilometer langen Verteidigungslinie, die in den späten 1690er Jahren gegen vorrückende Franzosen angelegt wurde. Diese Erdschanzen waren schnell zu bauen, im Gegensatz zu richtigen Festungen. Markgraf Ludwig Wilhelm, der Erbauer von Schloss Rastatt, wollte damit das Reich verteidigen. Das ist er. So sah er aus, der Markgraf Ludwig Wilhelm. Viele kennen ihn wohl vor allen Dingen unter seinem Spitznamen, Türken-Louis. Den bekam er, weil er in mehr als 20 Schlachten gegen die Türken kämpfte und es schaffte, sie zurückzudrängen. Bei Gersbach im Schwarzwald wurde so eine Anlage samt Wachturm und Mannschaftsgebäuden in Originalgröße rekonstruiert. Die Bauanleitung haben die Hobbyhistoriker aus einem Büchlein, das in der Barockzeit bei den Militärs kursierte. Das Wort Gottes, das haben wir mittlerweile gemacht. So ist etwa das korrekte
Mit diesem 300 Jahre alten Leitfaden für den einfachen Festungsbau wagen Freizeitforscher ein Experiment. Vor der bereits existierenden Fünfeckschanze wollen die Gersbacher eine zusätzliche Scherenschanze nachbauen. Zuerst muss der pfeilförmige Grundriss von Wall und Graben vermessen werden. Natürlich nur mit Hilfsmitteln aus der Barockzeit. Ehrensache für die Schwarzwälder Experimentalschanzenbauer. Sägemehl zur Markierung gibt es in der waldreichen Gegend um Gersbach Gott sei Dank genug. Und es tut seinen Dienst, wie in der barocken Beschreibung vermerkt. Ziel dieser Anleitungen war es, dass selbst einfache Soldaten in der Lage waren, solche Schanzen schnell zu bauen, ohne Ingenieure und Architekten. Um zu testen, ob das damals wirklich so einfach ging, rückt die Jugendfeuerwehr von Schopfheim-Gersbach zur Verstärkung an. Ist der barocke Schanzenbau mit der richtigen Anleitung wirklich ein Kinderspiel? Mit großem Eifer greifen die jungen Schanzenbauer zu rekonstruierten Schaufeln, Hacken und Spaten, die so auch in der Barockzeit verwendet wurden. Eine ganz schöne Plackerei, das wird der Jugendfeuerwehr schnell klar. Freiwillig hat das damals sicher keiner gemacht. Nur langsam nimmt der Spitzgraben Form an. Mit dem Aushub wollen sie dahinter dann einen Wall aufschütten. Ganz nach dem barocken Vorbild ist auch ein Werkzeug, das sie vor Ort bauen, der Erdstampfer. Mit dem Handbohrer darf dabei jeder mal seine Kraft testen. In Weidenkörben transportieren die Helfer den Aushub zum Wall. Zu Zeiten des Türken-Louis wurden für diese anstrengenden Arbeiten Bauern und Knechte aus der Umgebung zwangsverpflichtet. Der selbstgebaute Erdstampfer erfüllt seinen Zweck hervorragend. Neben Erde ist Holz das zweitwichtigste Baumaterial der Schanze. Angespitzte Stämme werden im Graben in Richtung der möglichen Angreifer positioniert. Annäherungshindernisse nennt das der Befestigungsfachmann. Nach 2 Tagen Schufterei kommt der Bagger zu Hilfe. Das lässt erahnen, wie viele Menschen wohl im Barock für das 550 Kilometer lange Schanzensystem in den Zwangsdienst gepresst wurden. Jenseits des Rheins, bei Breisach, kann man sehen, wie die Franzosen unter dem Baumeister Vauban Festungen bauten. Der ganze Ort Neuf-Brisach wurde zwischen 1698 und 1702 als Festungsanlage konzipiert und umgesetzt. Der Archäologe Bertram Jenisch hat das Konzept von Vauban genau studiert. Vauban hatte in Neuf-Brisach die Chance, seine Ideen der idealen Festung ohne Kompromisse umzusetzen. Deswegen haben wir hier einen absolut regelmäßigen Grundriss mit 8 Seiten, ein Oktogon, an jeder Seite eine Bastion, im vorgelagerten Graben zwischen den Bastionen, Vorwerke und davor ein weiterer Graben. Und wozu sollte der gut sein? Spätestens am Rande des Grabens, wo ein kleiner Wall sich befand, wenn die Infanterie da ihre Köpfe drüber streckten, dann pfiffen denen die Kugeln um die Ohren. Und wenn sie dann trotzdem vordrangen? Wenn der Feind tatsächlich in diese Grabenwerke gelangen konnte, dann konnte er durch die Bastionen von der Seite her unter Feuer genommen werden und so ausgeschaltet werden. Der militärische Sinn ist zum einen die Tiefenstaffelung, dass ein Feind durch Artilleriebeschuss die dahinterliegende Garnison überhaupt nicht treffen konnte. Die Häuser erschienen hinter den Wällen überhaupt nicht. Der zentrale Stadtplatz, früher der Exerzierplatz, war also perfekt geschützt.
Ebenso die Arsenale, Magazine und Wohnhäuser der Soldaten von Neuf-Brisach. Große Vorräte an Waffen, Munition und Verpflegung, verbunden mit einer Vielzahl von Brunnen, ließen die Festungsstadt selbst lange Belagerungen spielend aushalten. Vaubans Befestigungskunst basierte auf den Regeln der Geometrie. Perfekte geometrische Formen sind die Basis der Anlage. Die am Reißbrett geplante Festungsstadt ist absolut symmetrisch. So ist sie von allen Seiten gleich gut zu verteidigen. Es gibt nicht eine einzige Schwachstelle. Die Geschütze und Gewehre hinter den exakt gewinkelten Mauern hatten ein optimales Schussfeld auf den anrückenden Feind. Es gab keinen einzigen toten Winkel. Die Sternform war genau auf diesen Zweck ausgerichtet. Neuf-Brisach war ein Meisterwerk der barocken Ingenieurskunst. Daher gehört die Stadt heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Auf den Höhen des Schwarzwalds bei Gersbach kommt unser Schanzexperiment allmählich voran. Jugendfeuerwehr und freiwillige Helfer haben den Graben der Scherenschanze vor dem Wachturm ausgehoben, mit angespitzten Baumstämmen bestückt und auf dem Wall Palisaden errichtet. Das Erdwerk verdichten die Jungs mit dem selbstgebauten Stampfer. Weidenrutenbündel, sogenannte Faschinen, sollen das Abrutschen von Erde bei steilem Böschungswinkel verhindern. Eingebaut werden sie nach barockem Vorbild. Funktioniert. Nicht ganz mit den alten Methoden arbeiten die Männer, die die Palisaden anspitzen. Mit Seilen verbinden sie die einzelnen Stämme. Das bringt Stabilität und ist ganz einfach. Wie das gesamte Schanzenkonzept. Mit den Grassoden vom Aushub wird die steile Böschung abgedeckt. Da rutschen potenzielle Angreifer leicht ab. Wenn sie überhaupt so weit kommen. Die Jugendfeuerwehr macht nämlich Verhau. So wurden bei den Soldaten gefällte Bäume und abgeschlagene Äste genannt, die vor der Schanze platziert wurden. Dazwischen pflanzen sie Brombeeren. Deren Stacheln und das Gestrüpp der Äste bilden später ein simples, aber sehr wirkungsvolles Annäherungshindernis vor der Schanze. So wird es immer schwieriger für einen Angreifer, an den Wachturm heranzukommen. Das Experiment hat eindrücklich gezeigt, dass die Erdschanzen ein gut durchdachtes Verteidigungssystem sind, das leicht zu bauen ist. Genau das brauchten die Verteidiger des Reichs im Schwarzwald gegen anrückende Franzosen. Um auf Nummer sicher zu gehen, verstreuten sie im Vorfeld solche Krähenfüße. Eine einfache, aber äußerst gefährliche Defensivwaffe, die sich durch Schuhsohlen ebenso bohrte wie durch die Hufe der Pferde. Das barocke Schanzensystem im Schwarzwald kann es von den Ausmaßen mit dem römischen Limes aufnehmen. Und es funktionierte. Die Franzosen sind hier nicht weiter vorgedrungen. Mit dem Büchlein setzte sich ausnahmsweise mal eine günstige Lösung im Barock durch. Die Anleitungen waren also detailliert genug, um danach funktionierende Schanzen zu bauen. Voraussetzung dafür war natürlich, dass ausreichend Soldaten lesen konnten. Das lernten im Barock immer mehr Menschen, denn aufgeklärte Herrscher setzten auf Bildung. Sie gründeten Schulen, auch für die unteren Schichten. Lesen und schreiben zu können, war eine Voraussetzung, um Karriere zu machen. Die Forderung der Vordenker des Barock: Schulbildung für alle. Sie schuf Aufstiegschancen für junge Menschen aus dem Bürgertum, aber auch aus dem Handwerk und sogar aus der Landwirtschaft. Der schnell wachsende Beamtenapparat brauchte Nachwuchs, ebenso wie die immer größer werdenden Armeen der Barockfürsten. Werber zogen durchs Land, auf der Suche nach Rekruten.
Für die jungen Untertanen war die Armee, war das Berufssoldatentum eine gesellschaftliche Aufstiegschance. Das Vorbild, mal wieder, der Sonnenkönig Ludwig XIV. Er setzte in seinem Offizierskorps auf ehrgeizige Emporkömmlinge. Die deutschen Fürsten zogen nach, wie immer. Freiwillig verpflichteten sich die Rekruten zu den Barockarmeen. Eine Wehrpflicht gab es noch nicht. Das bedeutete Hochbetrieb für die Werber mit ihren vollmundigen Versprechungen. Zuletzt wieder etwas Gutes gegessen. Komm her, ein leckeres, kühles Bier. Er wird es sich nie leisten können auf seinem Feld. Die Werber lockten mit Versprechungen, auch auf eine spätere Karriere im Staatsdienst. Ihre prächtigen Uniformen standen für die Chance, der Armut in der Heimat zu entfliehen. Zauder er nicht. Komm her zu uns. Schreib er sich ein. Georg Daniel Flohr, Metzgers Sohn aus dem pfälzischen Sahnstall, überlegte nicht lange. Er schrieb sich bei den Soldaten ein. Wie groß ist der? 6 Fuß. 6 Fuß. Mund auf. Mund auf. Ah, alle Zähne noch im Maul. Er kann Kartuschen aufbeißen. Wir tragen ihn ein. Gut so. Die Welt des spätbarocken Militärs hatte neben all seinem Glanz auch Schattenseiten. Dann komm her. Einmal eingeschrieben waren die Soldaten fast so etwas wie Besitz des Fürsten, den er verleihen, tauschen und sogar verkaufen konnte. Besonders, wenn mal wieder die Schulden drückten. Hier ist euer Handgeld. Pass ja drauf auf. Wie das bei Georg Daniel Flohr lief, wissen wir durch einen Glücksfall. Er schrieb ausführlich Tagebuch. Flohrs Grundausbildung bestand aus Exerzieren und dem Drill mit der Waffe. Marschformationen und genau gestaffelte Schussfolgen waren im Militär der Barockzeit das Mittel der Wahl. Der einzelne Soldat war nur ein Rädchen im Getriebe einer großen Militärmaschinerie. Doch Flohrs Tagebuch ist ein Beleg, dass die Bildung in der Zeit des Barock große Fortschritte machte. Als einfacher Untertan vom Lande konnte er lesen und schreiben und verfasste sogar genau beobachtete Berichte, in denen er über sein Leben beim Militär reflektierte. Es war für die Fürsten sehr kostspielig, die großen Armeen zu unterhalten. Deshalb vermieteten manche Herrscher ganze Regimenter, zum Beispiel nach Amerika, um im Unabhängigkeitskrieg zu kämpfen. So gelangte auch Georg Daniel Flohr über den großen Teich. Ein gewaltiger Sprung für den Metzgerssohn aus Sahnstall. In sein Tagebuch zeichnete er die Flüsse und Wälder von Virginia, in denen Weltgeschichte geschrieben wurde. Der Pfälzer kämpfte an der Seite von, wie er selbst schrieb, Indianern gegen die Briten. Und das kam so. Er diente dem Herzog von Zweibrücken. Dieser vermietete Flohrs Regiment an die Franzosen. Und diese wiederum unterstützten die nach Unabhängigkeit strebenden Amerikaner gegen die britischen Kolonialherren. Die einheimischen Fährtenleser verstärkten die deutschen Söldner. Aber damit war Flohrs Geschichte noch nicht zu Ende. Flohr überlebte den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und kehrte mit seiner Einheit zurück in die Pfalz. Nach seiner Entlassung ging er zum Studium nach Paris und erlebte dort die Französische Revolution. Mit ihr begann der Aufstand gegen die Fürstenherrlichkeit und die absolutistische Herrschaft. Eine neue Epoche brach an. Das Barock war endgültig zu Ende. Was vom Barock blieb, ist die Musik, sind prachtvolle, lichtdurchflutete Kirchen und Schlösser. Und das Bewusstsein, dass es allem irdischen Glanz zum Trotz auch ein Schattenreich gibt.